Achterbahn, Fahrgeschäft, Dark Ride oder neue Themenbereiche? Ihr wollt wissen, was es Neues in den deutschen Freizeitparks zu erleben gibt? Ja, dann dranbleiben! Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitparkfans! Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Emmy Pictures Freizeitpark TV. Der Saisonstart steht kurz bevor und das ist wie alle Jahre üblich natürlich auch ein Grund, hier einmal alle Neuheiten der deutschen Freizeitparks für euch etwas genauer vorzustellen. Und das Ganze mache ich wie üblich halt in einer kleinen Auflistung bzw. mit einem kleinen Überblick. Dabei beschränke ich mich auf die wesentlichen und wichtigen deutschen Freizeitparks. Also es kann sein, dass die ein oder andere Neuheit leider nicht dabei ist, aber ich denke, das ist hier schon ein sehr umfangreicher Überblick. Und umfangreich ist auch ein gutes Stichwort. Falls ihr euch nur für einzelne Freizeitparks interessiert, gibt es unter dem Video in der Beschreibung auch noch eine kleine Übersicht, wo welcher Freizeitpark bzw. wann welcher Freizeitpark dran ist. Ja, und ich würde vorschlagen, ich laber jetzt gar nicht groß drum rum, sondern wünsche euch viel Spaß mit dem Überblick über die deutschen Freizeitparkneuheiten. Geografisch startet der Überblick im Südosten Deutschlands. Der Freizeitpark Ruhpolding eröffnet ab Frühjahr eine neue Bootsrutsche. Und hierbei wird es mit Wasserhüpfer und Wasserwirbel zwei unterschiedliche Strecken bzw. Arten geben. Aufgrund der Lage an einem Hang macht sich die von Metallbau Emmeln gebaute Familienattraktion dabei geschickt, die Topografie der Umgebung zunutze. Ebenfalls auf das Familienpublikum sind die Neuheiten im Kurpfalzpark Läufling ausgerichtet. Dieser erweitert nämlich sein Kinderland um vier Attraktionen. Dabei handelt es sich um eine kleine Zugfahrt, Kinderschiffschaukel, einen Drop-and-Twist-Familienfreifall und Kinder-Topspin. Im Gegensatz zu den großen von Volksfesten bekannten Topspins kommt die Mini-Version im Kurpfalzpark allerdings natürlich ohne Überschläge aus. Alle neuen Attraktionen werden übrigens vom italienischen Hersteller SBF Weser produziert und sollen ab Saisonbeginn zur Verfügung stehen. Im nicht weit entfernten Bayernpark steht bei den Neuheiten 2017 gleichfalls das jüngere Publikum im Mittelpunkt. Mit der Wasserspielewelt Pirateninsel, dem Sandspielplatz Sahara und der Spielewelt Mini Mondo setzt der Park dabei jedoch nicht auf Attraktionen im klassischen Sinn. Hier steht eindeutig das Thema Spielen, Klettern und Wasserspaß im Vordergrund. Dagegen sehr breit gefächert fallen die Neuheiten im Skyline Park aus. Mit gleich mehreren verschiedenen Attraktionen und Bahnen werden alle Zielgruppen zufriedengestellt. Für die Jüngeren gibt es einen Bungee-Trampolin, das kleine Karussell Kids Cars und einen Mini-Spinning-Coaster von SBF Visa. Actionreicher und für die Älteren gedacht sind die Zentrifuge Zero Gravity sowie die 33 Meter hohe Überschlagschaukel Highfly. Feuchtfröhlich und familientauglich wird es bei Big Mama. Hierbei handelt es sich um die von Volksfesten unter dem Namen Wildwasser 3 bekannte Bahn, welche wie viele andere Anlagen des Schauspielers nun auch eine neue Heimat im Allgäu findet. Die letzte und spektakulärste Neuheit ist die Achterbahn Sky Dragster. Ursprünglich war der völlig neuartige Coaster zu Testzwecken sogar schon für 2016 angekündigt worden. Dieses Zeitfenster konnte aufgrund der vielen Innovationen innerhalb der Anlage jedoch nicht ganz eingehalten werden. Mit etwas Verzögerung erwartet uns dafür jetzt eine Bahn mit starker Beschleunigung, interaktiven Elementen und besonderer Sitzposition. Um überhaupt Platz für diese Flut an Neuheiten zu schaffen, müssen allerdings auch ein paar alte Attraktionen ganz oder zumindest temporär weichen. Weiter geht es im Legoland Deutschland. Dort entsteht der komplett neue Themenbereich Ninjago World mitsamt ebenfalls neuem Dark Ride. Bei Ninjago The Ride handelt es sich um eine interaktive 4D-Themenfahrt, welche an die beliebte Lego-Produktlinie und TV-Serie angelehnt ist. Gestengesteuert werden verschiedene Elemente wie Feuer oder Eis auf die virtuellen Gegner geschleudert. Neben der innovativen Punktejagd wird die Anlage von Triatech zusätzlich Nebel- und Lichteffekte beinhalten. Weniger umfangreich sind die News im Ravensburger Spieleland. Zum einen wird es sowohl im Mauskino als auch im 4D-Action-Kino Änderungen geben. Dort wird mit African Adventure und Da Vinci 4D jeweils ein neuer Film gezeigt. Auch ums Thema Film geht es im Trickfilmstudio mit Captain Blaubär und seinen Freunden. In speziellen Workshops erlernen Kinder hier auf spielerische Art und Weise, wie ein Film mit Stop-Motion-Technik entsteht. Natürlich können die Kids dabei auch selbst zum Regisseur werden und ihr vielleicht erstes kleines Meisterwerk erstellen. Vom Spieleland jetzt aber in den Europapark. Hier steht ebenfalls das Thema Film im Mittelpunkt. Einen neuen davon gibt es zum einen im Traumzeitdom. Beim Film The Secrets of Gravity geht es auf eine Entdeckungsreise ins Weltall. Nicht ganz so weit weg, aber dafür deutlich aufwendiger und auch größer wird Project We.
Hinter diesem Namen verbirgt sich Europas größtes Flying Theater. Dank modernster Technik fliegt man hierbei virtuell quer über den ganzen Kontinent. Atemberaubende Ausblicke auf die bekanntesten Sehenswürdigkeiten natürlich inklusive. Eigens für diese ca. 25 Millionen Euro teure Attraktion wird der Themenbereich Deutschland erweitert und auch von außen der übrigen Optik angepasst. Und wie im Europapark meist üblich, gibt es zur Saison 2017 noch weitere Veränderungen auf dem Parkgelände. Beispielsweise wird der Eingang des Alpenexpress erneuert und nun auch für die VR-Variante Coastiality genutzt. Ebenfalls eine Überarbeitung des Einstiegsbereichs gibt es bei der Wichtelbahn im Märchenwald. Verschönerungen und Änderungen gibt es gleichfalls bei Teilen der Gastronomie. Und dies gilt auch für viele andere Ecken und Attraktionen im Park. So wird die eigentliche Neuheit des virtuellen Flugplans sozusagen auch in Wirklichkeit abgerundet. Und sogar einen realen Flug bietet die Neuheit im Erlebnispark Tripsdrill. Denn dort eröffnet eines der in letzter Zeit sehr beliebten Skyfly-Fahrgeschäfte. Dabei geht es bis auf 22 Meter Höhe und dank der Möglichkeit, selbst interaktiv einzugreifen, können waghalsige Flugmanöver mit unzähligen Überschlägen absolviert werden. Wem das zu wild ist, kann aber natürlich auch einfach nur ein entspanntes Ründchen ohne Kopfstand drehen. Weiter geht es im Schwabenpark. Neben allgemeinen Renovierungsarbeiten und Umbauten im Bereich der Gastronomie gibt es auch ein paar andere Veränderungen. So wird das alte Wikingerschiff durch eine neue, modernere und größere Schiffschaukel ersetzt. Zusätzlich entstehen mit einer kleinen Goldwaschanlage und dem Indoor-Schwarzlicht-Minigolf zwei zusätzliche Attraktionen für das Familienpublikum. Abgerundet wird dies dann noch mit 5 neuen Blockhäusern für übernachtungswillige Gäste. Neues erwartet auch die Besucher im Erlebnispark Schloss Thurn. Dort entsteht sogar gleich ein komplett neuer Themenbereich. Dieser bekommt den Namen Das Magische Tal und wird in einer mittelalterlichen Optik gestaltet. Passend dazu fallen dann auch die zwei ebenfalls neuen Attraktionen aus. Die erste davon ist der Wellenflieger Hexentanz. Bei der anderen Neuheit handelt es sich um einen kleinen Drop-and-Twist-Freifallturm. Und auch diese Anlage namens Ritterschlag wird im Themenbereich entsprechend gestaltet. Insgesamt also zwei durchaus zum Schloss Thurn passende Familienattraktionen. Gleich einen großen Schwung an Neuerungen gibt es im Freizeitland Geiselwind. Verantwortlich dafür ist ein Besitzerwechsel. Seit Anfang 2017 gehört der Park dem nun ehemaligen Schausteller Mölter. Und dieser bringt dann auch gleich eine Vielzahl von neuen Attraktionen mit. Obwohl, neu ist hierbei nur teilweise richtig. Denn die meisten davon dürften von diversen Volksfesten bekannt sein. Für die Kleinen gibt es ein Kinderkarussell. Familien dürften ihren Spaß beim Autoscooter und einer Oldtimerfahrt haben. Rasanter wird es dann schon im Scheibenwischer Streetstyle. Und mit dem KMG Propeller Extrem sowie den beiden Freifalltürmen Super Tower und Flash geht es in luftige Höhen. Des Weiteren kommen auch Fans des gepflegten Erschreckens im Laufgeschäft Horrorlazarett auf ihre Kosten. Und sogar eine neue Achterbahn zieht in das Freizeitland. Bei Doggy Dog handelt es sich zwar nur um eine kleine Familienachterbahn, aber immerhin. Zusätzlich zu diesen mehr oder weniger neuen Fahrgeschäften wird ebenfalls das Showprogramm komplett überarbeitet. Und auch im bestehenden Park werden einige Eingriffe vorgenommen. Zum einen wird die Gastronomie modernisiert sowie optisch aufgewertet und zum anderen soll es in der Zukunft mehrere thematisch ausgerichtete Bereiche im Freizeitland Geiselwind geben. Alles in allem also viele Veränderungen, die sich hoffentlich sowohl für die Besucher als auch für den neuen Betreiber positiv auswirken. Nicht ganz so viele News hat der Erlebnispark Steinau zu bieten. Das Familienpublikum im Park darf sich aber dennoch auf einen neuen Contiki der Firma Zierer freuen. Bei Erlis Wackelstein geht es mit Schaukelbewegung und Kreisdrehung hin und her. Trotz leichtem Auf und Ab ist die Anlage aber auch schon für jüngere Mitfahrer geeignet und somit ideal für die Zielgruppe des Parks. Ergänzt wird dieses Fahrgeschäft noch durch eine weitere kleine Neuheit. Beim Schubkarrenrennen handelt es sich um eine interaktive Attraktion, welche ein wenig Fitness voraussetzt. Denn der Antrieb funktioniert hierbei über einen Stepper. Per Muskelkraft setzen sich kleine Bären mit Schubkarren in Bewegung. Und nur wer kräftig in die Pedale tritt, kann sein Rennen gewinnen. Ohne größere Anstrengung geht es nun im Osten der Republik mit dem Freizeitpark Plon weiter. Dieser eröffnet mit dem Drachenwirbel eine neue Achterbahn. Dabei handelt es sich um einen Kompakt-Spinning-Coaster des italienischen Herstellers SBF Visa. Wie diese Bezeichnung bereits verrät, drehen sich während der Fahrt dann auch die kleinen Gondeln für jeweils 4 Personen mehr oder weniger wild um die eigene Achse. Und auch wenn die Anlage mit gut 100 Streckenmetern und ca. 7 Meter Höhe nicht besonders groß ausfällt, dürfte der Drachenwirbel aber dennoch eine spaßige und gute Ergänzung für das Hauptzielpublikum im Park sein. Gleichfalls für dieses Publikum gedacht ist die Neuheit im Freizeitpark Belantis. Auch hier entsteht im Laufe der Saison 2017 eine neue Familien- bzw. Kinderattraktion.
Worum es sich dabei konkret handelt, wurde bis zu diesem Zeitpunkt allerdings vom Park noch nicht bekannt gegeben. Des Weiteren wird es aber auch noch andere Überarbeitungen innerhalb des Geländes geben. So soll nach vielen Jahren auch endlich der Rundweg um den See komplett abgeschlossen werden. Und auch die ein oder andere kleine Überraschung könnte es auf dem Parkgelände noch geben. Allerdings hat, wie gesagt, das Bilantes bisher noch keine Informationen dazu veröffentlicht. Aus dem Großraum Leipzig geht es jetzt in die Pfalz zum Holiday Park. Bereits im letzten Jahr wurde die Achterbahn Hollys wilde Autofahrt entfernt, um Platz für Neues zu schaffen. Auf dieser frei gewordenen Fläche wird sich allerdings wahrscheinlich erst ab 2018 etwas tun. Dafür treibt die Plopsa-Gruppe die kontinuierliche Umgestaltung des Parks an anderer Stelle voran. Denn rund um den Lighthouse-Tower entsteht der neue Themenbereich Holiday Beach Club. Passend zum Urlaubs- und Strandfeeling fallen dann auch die zwei neuen Attraktionen aus. Dabei handelt es sich um ein kleines Bootskarussell von Metallbau Emmeln und das Wasserrondell namens Beach Rescue von Zierer. Zusätzlich ergänzt wird der Bereich noch mit einem kleinen Spielplatz sowie neuer Gastronomie. Zwei größere und verschiedene kleinere Attraktionen werden im Eifelpark eröffnet. Bei Seeräubers Kanonenritt handelt es sich sogar um eine Weltneuheit. Dieses Karussell von Inno Hege verfügt über 10 Gondeln, welche im Kreis fahren. Besonders wird die Anlage vom Typ Rapido dadurch, dass die Passagiere interaktiv eingreifen können. So lassen sich die Gondeln frei steuern und auf eine Steilwand mit bis zu 60 Grad Schräglage gelenkt werden. Noch höher hinauf führt Captain Jacks Wilde Maus. Wie der Name schon verrät, wird dies eine mehr oder weniger neue Familienachterbahn, die im Grunde schon vielen bekannt sein dürfte. Denn hierbei handelt es sich um die eben bereits erwähnte Anlage aus dem Holiday Park, welche nun ihre neue Heimat in der Eifel findet. Neben den beiden großen wird es zusätzlich auch noch einige kleinere Neuheiten im Park geben. Dazu zählen ein Sandspielplatz, das interaktive Schubkarrenrennen, lustiges Wettmelken, ein kleines Rondello-Karussell und die neue Show Comedy Factory. Im Gegensatz dazu halten sich die Neuerungen im Phantasialand in Grenzen. Im eigentlichen Sinn gibt es dort sogar überhaupt keine Neuheiten. Um nachträglichen Fragen vorzubeugen, erwähne ich den Park bei Brühl aber trotzdem. Denn zumindest ein paar Veränderungen wird es geben. Die wichtigste davon ist eine teilweise Neuthematisierung des Rafting River Quest. Die Wasserbahn wird dadurch noch mehr der Themenwelt Klugheim angepasst. Und wie bei vielen anderen Mitbewerbern wird es auch im restlichen Park noch kleinere Überarbeitungen geben. Diese betreffen Bereiche wie Gastronomie, Hotels und Attraktionen. Und auch diese Veränderungen sind hauptsächlich optischer Art. Ganz anders sieht es dagegen im Moviepark aus, denn dort eröffnet endlich wieder eine neue Großattraktion. Dabei handelt es sich um die Achterbahn Star Trek Operation Enterprise. Wie man dem Namen schon entnehmen kann, hat man sich für dieses Projekt die offizielle und bisher weltweit einmalige Star Trek Lizenz für eine solche Bahn gesichert. Alleine diese Tatsache dürfte in Verbindung mit entsprechender Thematisierung schon viele Normalbesucher und wohl auch Star Trek Fans in den Moviepark locken. Aber auch die Bahn selber wird mit Besonderheiten aufwarten können. Die Anlage von Mack Rides kommt zwar nur auf eine relativ kurze Streckenlänge von gut 700 Meter, kann dafür aber mit einem dreifachen Lounge, europaweit einmaligem Twisted Halfpipe-Element, drei Inversionen, einer maximalen Höhe von ca. 40 Meter und einem kurzen Dark Ride-Abschnitt punkten. Um die Neuheit abzurunden, gibt es natürlich auch die passende Story mitsamt Soundtrack von Imascore sowie einem neuen der Bahn gewidmeten Themenbereich. Zusätzlich dazu gibt es noch andere Veränderungen im Park. Zum einen wurde das Showprogramm komplett überarbeitet sowie durch neue ergänzt und zum anderen wurde der Eingangsbereich renoviert und erstrahlt nun in neuem Glanz. Vom Weltall und Science Fiction geht es jetzt aber in das Sauerland. Auch im Fort Fun gibt es Neues zu entdecken. Hier wird der Indoor-Bereich Labs weiter ausgebaut und mit einer aktuell voll im Trend liegenden Attraktion erweitert. Genau gesagt handelt es sich bei der Jumping Arena um eine gut 700 Quadratmeter große Trampolinanlage. Die unterschiedlichen Trampolinausführungen sorgen dabei für Abwechslung, Spiel und Spaß. Zusätzlich zu dieser Neuheit gibt es im restlichen Park noch weitere Veränderungen. Neben Renovierungsarbeiten und optischen Verschönerungen ist hierbei besonders die Achterbahn Speed Snake zu erwähnen. Denn diese bekommt einen neuen Zug. Abgesehen vom visuellen Aspekt steht beim neuen Zugmodell das Bügeldesign im Mittelpunkt. Denn die Personensicherung erfolgt nun in Form von Beckenbügeln, wodurch hoffentlich eine deutlich angenehmere Fahrt ermöglicht wird. Sogar eine komplett neue Achterbahn eröffnet im Potspark. Dabei handelt es sich jedoch nur um einen kleinen Kiddie Racer von Gerstlauer. Mit gut 20 Meter Länge und einer Höhe von etwa 2 Metern ist diese Anlage dann allerdings auch nur für die ganz jungen Besucher gedacht. Was aber im auf Familien ausgelegten Park sicherlich eine gute Ergänzung darstellt. Ebenfalls für diese Zielgruppe sind die Neuheiten im Serengeti Park gedacht.
Dort eröffnet mit der Indoor-Safari eine neue überdachte Spielewelt. In der ca. 1000 Quadratmeter großen Halle können sich Kinder ab dem Frühjahr 2017 so richtig austoben. Dafür stehen dann verschiedenste Spiel-, Kletter- und Rutschmöglichkeiten zur Verfügung. Für etwas Entspannung und Ruhe sorgen dagegen die überarbeitete Serengeti Bus-Tour und die neue Jumbo Bongo Mitmachshow. Und mitmachen ist auch bei Serengeti interaktiv angesagt. Denn mit der Serengeti Park App kann man hier per Knopfdruck spezielle Aktionen in den Tiergehegen auslösen. Interaktiv geht es auch im Heidepark weiter. Dort eröffnet mit Ghostbuster 5D endlich ein Dark Ride. Bei dieser vollständig überdachten Attraktion geht es wie in den bekannten Filmklassikern auf ultimative Geisterjagd. Mit 3D-Brillen und Laserpistolen ausgestattet heißt es hier, die bösen Geister zu vertreiben. Die einzelnen Gondeln in Ecto 1 Optik führen die abenteuerlustigen Besucher auf eine ca. 4-minütige Fahrt durch unterschiedliche Welten. Diese orientieren sich übrigens an den verschiedenen Themengebieten des Heidepark. Neben allerhand schleimigen und paranormalen Wesen erwarten einen während der Fahrt auch noch weitere Überraschungen in Form von kleinen Spezialeffekten. Und wer mag, kann sich nach erfolgreichem Abschluss auch ein Andenken von dieser Mission im neuen Shop kaufen. Zusätzlich zur großen Neuheit gibt es im Park auch weitere kleine Veränderungen, wie zum Beispiel der neue Laserparcours im Abenteuerhotel und das Restaurant Piratenburger. Dieses wird renoviert sowie erweitert und steht hungrigen Gästen ab Mai wieder zur Verfügung. Sogar wahrscheinlich bis Mitte September muss man dagegen auf die große Neuheit im Ferienzentrum Schloss Dankern warten. Dafür handelt es sich dann auch um eine Achterbahn. Und dies ist in doppelter Hinsicht überraschend. Denn zunächst einmal ist das Ferienzentrum bisher wohl nur den wenigsten als klassischer Freizeitpark mit Attraktionen bekannt. Und zweitens ist auch die Achterbahn selbst vergleichsweise ausgefallen. Bisher gibt es nämlich nur wenige Anlagen des Tube Coaster von ABC Rides. Mit insgesamt knapp 400 Metern Strecke und einer maximalen Höhe von 14 Metern ist diese Achterbahn zwar nicht sonderlich spektakulär, aber dennoch eine absolut sinnvolle und passende Ergänzung des bisherigen Freizeitparks. Zusätzlich wird rund um die Bahn dann noch ein neuer Themenbereich in Mittelalteroptik mit kleinen Spiel- und Klettermöglichkeiten eröffnen. In eine optisch sowie thematisch ähnliche Richtung geht es auch bei den Neuheiten im Hansapark. Eine davon ist ebenfalls eine neue Achterbahn. Die Anlage mit dem Namen Der kleine Zar war ursprünglich sogar schon für die Saison 2016 geplant. Aufgrund diverser Probleme musste die Eröffnung allerdings verschoben werden. Ab Frühjahr soll die kleine von Preston und Barbieri gebaute Kinder- bzw. Familienachterbahn an den Start gehen. Für eine Bahn dieser Größe etwas ungewöhnlich ist, dass der kleine Zar sowohl in eine Geschichte eingebettet wird und sogar einen eigens dafür komponierten Soundtrack von Emascore erhält. Die eigentliche Neuheit des Jahres ist jedoch eine ganz andere. Mit Kernanpulten wird auch im Hansapark ein neuer Skyfly von Gerstlauer eröffnen. In direkter Nachbarschaft zum Schwur des Kernern geht es dabei auf einen interaktiven Rundflug. Je nach Geschick oder Laune, dann auch mit Überschlägen in bis zu 22 Metern Höhe. Und wo wir schon im Bereich Kernern sind, auch bei dieser Achterbahn wird es Veränderungen geben. Zum einen ist die äußere Thematisierung endlich fertiggestellt und zum anderen wird der im Turm stattfindende Rückwärtsfreifahrt etwas länger sowie auch intensiver ausfallen. Wem das zu wild ist, kann sich die Zeit stattdessen mit einem neuen Film im 4D-Kino vertreiben. Und das soll es mit meinem kleinen Überblick über die deutschen Freizeitpark-Neuheiten 2017 gewesen sein. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle noch, wie immer alle Angaben ohne Gewähr. Denn es kann hier und da immer noch mal zu Änderungen kommen. Ich kann mich da jetzt aktuell halt wirklich nur auf die Angaben verlassen, die die Parks halt bisher auch rausgegeben haben. Dann noch als kleine Info am Rande. Wie gesagt, es könnte halt immer noch ein paar Unterschiede bzw. Abänderungen geben und auf die gehe ich vielleicht dann nochmal separat ein. Zusätzlich wird es vielleicht, wenn ihr mögt, auch noch ein Video zu den Neuheiten der Freizeitparks in Europa geben. Das Ganze wird dann vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen auch noch hier auf dem Kanal kommen. Also lasst es mich wissen, wenn ihr das sehen wollt. Schreibt gerne einen Kommentar oder lasst auch gerne ein Like dafür da. Ja, und das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch eine wunderschöne Saison 2017. Viel Spaß in den Freizeitparks, viel Spaß auf den Neuheiten. Die ein oder andere werde ich vielleicht auch noch hier auf diesem Kanal etwas genauer und konkreter vorstellen. Also wer das nicht verpassen will, am besten auch ein Abo dalassen. Ja, und in dem Sinne sage ich jetzt wirklich nur noch Tschüss und bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.